Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Planet Nomads. Ja, wir sind hier und haben ein Update gehabt, aber das haben sie auch wieder zurückgespielt, weil in dem Update zu viele Bugs drin waren. Ja, gut. Ja, hier haben wir eine Kiste, da haben wir einen Drucker, da haben wir eine Dingens, hier die Fettmaschine und wir brauchen noch Kohle, die kriegen wir glaube ich hier. Was ist das? Ist das eine Blume oder was? Keine Ahnung. Okay, hier können wir vielleicht aber auch Kohle kriegen. Probieren wir mal die Wände aus hier, ne? Da gibt's Kobalt. Und da kommt eine leere Batterie raus. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier, da ist einmal Kohle. Gibt es hier noch mehr Kohle? Und wieder Batterie leer. Komm, gehen wir zurück. Einen brauchen wir, glaube ich, auch nur, dann geht das auch, ne? Okay, dann können wir den mittleren 3D-Drucker machen. Gehen wir hier mal rüber. Da rein müssen wir. Und die Kohle muss dann da rein. Und dann läuft's. Wunderbar, ne? So, dann kommt da jetzt das Kombinationsteil raus. Und dann müssten wir eigentlich alles haben, um den 3D-Drucker zu bauen. Wo war der jetzt? Das ist ein Fettmaschinen. 3D-Drucker, da ist der mittlere 3D-Drucker auf der 5. Gut, dann müssen wir da raus und das ist der Generator und den stellen wir den 3D-Drucker auf diese Seite, oder? Ich denke, hier steht er nicht verkehrt. Okay, dann bauen wir den hier hin. Zack, passt. Jetzt fehlen uns bestimmt noch Rahmen, weil wir die hier für beim Bauen gebraucht haben, ne, oder? Nee, doch nicht. Läuft. Gut, und fertig. Und dann C. Und den Stecker. Und da dran, aber geht nicht. Nochmal vorgehen. Okay. Geht nicht mehr zu verbinden, nur eine Verbindung oder was, okay. Dann müssen wir das anders lösen. Das war die falsche Taste, ich will jetzt den Stecker da weg haben. Gut. Wir brauchen dann so ein Switchboard, weiß ich, Verteiler. Aber wir haben jetzt den ausgemacht, können den anmachen, dann läuft's auch, ne? Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Essensmaschine und den 3D-Drucker gleichzeitig, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Zur gleichen Zeit brauchen wir das auf jeden Fall eigentlich nicht. Jetzt können wir das alles produzieren. Und das sind zwei Stoffe. Ich weiß gar nicht, ist das das gleich teuer zu dem Notfalldrucker oder ist das unterschiedlich? Weiß ich jetzt nicht. Gut, gucken wir da rein. Hier ist die Bergbaumaschine. Die wäre nicht schlecht zu haben, ne? Dann können wir Rohstoffe abbauen. Ja, wir brauchen Rahmen und ich weiß nicht, was das andere alle ist. Dann gucken wir hier nochmal rein. Na, ist die hier? Das ist jetzt die Frage. Dann könnte man das vielleicht noch angucken, aber ich glaube, das geht auch nicht, oder? Irgendwo wird die hier sein. Das sind Axtteile. Wo ist jetzt die Bergbaumaschine?
Das ist das alles nicht. Solarleuchtfeuer, Biogenerator, Schalttafel, Außenwand, Fenster. Oh, so viele Sachen, aber das, was ich brauche, finde ich jetzt nicht, oder was? Okay. Okay. Leuchtfeuer. Wo ist jetzt diese Bergbaumaschine? Das ist das alles nicht. Das? Ne. Windkette. Windkette. Da ist die Bergbaumaschine noch gar nicht fertig. Wie können wir die hier jetzt nicht gebrauchen? Wir haben das doch schon unten drin. Wir müssten erst eine mittlere Essensmaschine machen. Vielleicht können wir das dann gar nicht machen. Das könnte auch sein. Aber eigentlich zeigt er an, dass das geht, oder? Da brauchen wir erstmal Grundrahmen, 3 Stück. Und dann, ja, gucken wir mal. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall noch Kohle. Und unten ist unser Auto, ne? Ist das noch da? Ja, da unten. Ja, gehen wir erstmal da drunter gucken. Aber da war die Batterie ja leer. Ja, ist alles leer. Fährt auch nicht mehr. Wir haben leider vergessen, es auszuschalten. Deswegen ist die Batterie leer. Gut. Und wie das jetzt geht, weiß ich nicht. Hier ist erstmal so ein Brocken, den können wir mal abbauen. Was kommt da raus? Wenig Sauerstoff, sagt sie. Dann werden wir erstmal gucken, dass wir Sauerstoff kriegen. Sieht nach Eisen aus, ne? Aber gibt Kohle. Nochmal Kohle, okay. Mal Luft holen. Und wieder runter. Wir kommen jetzt runter. Die Kontrolltaste ist runter, die Steuerungstaste. Okay, dann das letzte auch noch weg, ist weg. Nochmal eine Kohle. Das ist Biomasse. Kommt aber nichts raus, okay. Ja, dann mal raus hier aus dem Wasser. Diesen Baum kriegen wir Biomasse raus. Gehen wir mal von der anderen Seite. Und dann bauen wir den mal ab. Und dann ist wieder die Batterie leer vom Anzug bzw. vom Werkzeug. Nochmal. Okay. Jetzt gibt er um. Mal gucken, ob die Physik stimmt. Schwimmt er oder nicht? Jetzt dreht er sich noch. Okay, da ist Blätterwerk ab. Wieder Batterie leer. Ja. Noch ein Versuch. Wird aber nicht fertig. Wieder die Batterie leer. Und nochmal. Und dann bricht er zusammen, aber geht jetzt das abzubauen, der rollt uns weg. Okay.
Physik funktioniert nicht, oder? Schwimmt nicht, ne? Und Batterie voll und dann nochmal. Geht noch nicht, nochmal aufladen. Und jetzt. Und weg ist er. Komplett weg, oder? Ja, ist verschwunden. Okay, das war das dann. Wir sind auf jeden Fall durstig. Wir müssen was essen. Trinken ist kein Problem, haben wir hier. Und da ist noch eine Portion Essen. Oder was es auch immer ist. Dann müssen wir erstmal in die Essensmaschine gucken. Dann müssen wir erstmal den Strom vom Drucker abmachen. Das war eine falsche Taste. C müssen wir drücken. Aber mit der Tab-Taste geht das nur. Okay. So, den trennen wir. Und verbinden den. Läuft. Gehen wir rüber. Machen wir die auf. Produzieren hier einfach Biomasse bzw. Nahrung. Dann können wir noch Biomasse rüberpacken und dann können wir noch viel mehr kriegen. Kommt auf 13. So, den können wir noch essen und dann läuft's. Ja. Hier sind noch elektronische Teile einer anderen Version, 8 Stück, krass. Wo sind die weg? Da können wir noch was essen. Das ist Kohle, das ist nochmal eine Paste. Können wir nochmal essen jetzt? Nehmen wir noch. So, und dann gehen wir mal hier rüber und gucken hier rein. Packen das da mal rein und das auch. Dann lass uns mal in den Container gucken hier unten. Oh, da ist noch mehr von dem Zeug drin. Und können wir alle da rein tun, die Sachen. Das können wir dann rüberpacken. Und dann gehen wir hier rüber und gucken nach dem Essen. Viere sind fertig. Nehmen wir mit. Einen können wir auf jeden Fall schon nehmen. Und dann weiß ich nicht, was wir als nächstes machen sollen. Da brauchen wir Rahmen auf jeden Fall. Und andere Teile fehlen uns ja auch. Ja. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ja. Da ist kein Strom mehr drin, oder was? Rot leuchtend. Okay, dann schauen wir mal. 29 Stück sind da noch dran. Ne? Da können wir noch ein essen. Okay, vielleicht liegt es dran, dass da 10% nur noch stehen oder sowas. Das könnte sein. Vielleicht ist es deswegen rot. Okay. Der wird noch produziert. Können wir noch ein essen. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns auf der nächsten Folge. Tschüss.